Toskana in Grün. Und im ersten Spiel besiegte ja die DJK Toskana Husenkohlen mit 4:1. Aber überzeugte nicht so richtig. Deswegen wird es jetzt sicherlich spannend. Und der Wambela SV spielt in der Kreisliga B-Gruppe 4 und belegt dort den 7. Tabellenplatz. Ja, das dritte Spiel jetzt am heutigen Tag hier in der Sporthalle. Und jetzt ist die Stimmung auch recht gut hier. Ja, jetzt müsste eigentlich der DJK Toskana hier im zweiten Spiel doch besser ins Spiel kommen. Aber der Wambela SV wird sich natürlich klar, der Trainer und die Verantwortlichen das Spiel gerade angeschaut haben und werden sicherlich da einige Schwächen gesehen haben, die es beim Toskana vielleicht gibt. Die ersten 3 Minuten sind mittlerweile gespielt hier. Aber irgendwie fehlt noch die erste große Torchance oder auch der erste Treffer. Und vom Papier aus müsste der eigentlich für den Toskana fallen. Ja, der Ball geht doch einige Meter am Tor vorbei. Ah, der war zu lang.
Also auch hier in der Gruppe 3 wird es sicherlich sehr, sehr spannend bleiben. Und hier gibt es eigentlich, was man auf dem Spielfeld sieht, keinen Favoriten zurzeit. Ja, sehr schön erkämpft hier, das hat er gut gemacht. Und dann endlich der erste Treffer mit der 21. Marc Müller. Ja, der Ball kommt einfach nicht an. 4 Minuten. Ja, das war ein Schussversuch. Also damit wäre eigentlich die DJK TuS Körne Gruppensieger, aber sie haben sich sehr, sehr schwer bis jetzt getan, das muss man sagen. Auch wenn sie das erste Spiel ja mit 4:1 gewonnen haben. War es eine schwere Geburt und hier tun sie sich auch schwer. Sie müssen eigentlich mehr ins Spiel kommen. Ja, das hätte er pfeifen können. 2 Minuten noch zu spielen jetzt hier. Ja, der Wambeler SV, man bemüht sich, aber man findet irgendwie nicht so richtig den Spielfluss. Ja, der Ball kommt einfach nicht an. Und die letzten 30 Sekunden laufen in einer ja, nicht besonderen Begegnung, um es mal so nett zu formulieren.
So, die letzten Sekunden laufen. So, die Seiten werden gewechselt mit einer 1-0-Führung für die DJK TuS Körne. Also kein Topspiel, hatte ich auch nicht erwartet, wenn ich die erste Begegnung gesehen habe von der DJK TuS Körne. Sie werden sich wahrscheinlich, so wie es aussieht, qualifizieren. Aber für die Spitzenrunde, da müssen sie einige Kohlen mehr aufs Feuer legen, um zum Erfolg zu gelangen, um überhaupt weiterzukommen. Das wird nicht einfach werden. Und vom Wambeler SV, da wusste man, dass die also hier keine Bäume ausreißen werden. Also ich glaube mal, in dieser Gruppe wird gleich dann die Entscheidung fallen, wer Zweiter wird. Wir sind dann SC Husenkuhl und dem Wambeler SV. Und da tippe ich ziemlich deutlich auf dem SC Husenkuhl. Aber noch haben wir 10 Minuten jetzt hier im Programm und müssen diese 10 Minuten uns dann auch diese Begegnung ansehen, wo eigentlich wenig Feuer drin ist. Also der TuS spielt im Endeffekt das Spiel jetzt runter. Und Glück jetzt hier. Viel Glück für den Wambeler SV. Und der Ball darf nochmal neu eingeschossen werden. Noch 8 Minuten. Weiterhin 1-0-Führung für die DJK TuS Körne. Das war nicht schlecht gedacht, aber da fallen die einzelnen Matten um. Und Körne kommt einfach auch nicht richtig in Fahrt. Ich habe schon mehrfach jetzt gesagt, also da muss man doch eigentlich gegen so einen Gegner besser auftrumpfen. Sechseinhalb Minuten noch. So,
der Ball war wieder über Linie gespielt. Ja, das war ja mal wenigstens was mit der Nummer 20, Dominik Max. Ja, endlich mal. Gut, da ist die Luft jetzt auch raus. Nils David Bayer. Fünf Minuten noch zu spielen. Wir schauen jetzt zur Uhr. Also, das dürfte eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, entschieden sein. Es ist früh beim Hallenfußball sowas zu sagen, nach wo noch fünf Minuten sind, aber ich traue einfach dem Wamberler SV es nicht zu, irgendwie einen Treffer zu erzielen. Auch wenn da eine Hauch von Möglichkeit jetzt bestand gerade. Damit also Gruppenerster in der Gruppe 3 wäre die DJK TuS Körne und wäre nächste Woche dann hier dabei. Und da kann man sich dann schon drauf vorbereiten, wenn man nämlich gegen... Ich schaue mal gerade, ob ich das schon hier habe. In der Spitzenrunde kommt. Ja, dann hat man auf jeden Fall schon mal in der Gruppe drin den SV Sölder Holz. Denn der Sieger der Gruppe 3 hier in Wellinghofen wird mit in der Gruppe haben. Den gestrigen Sieger im Entscheidungsspiel SV Sölder Holz. Das dürfte ja machbar sein. Dazu kommt dann der Sieger der Gruppe 3 aus Brakel und dann bin ich mal gespannt, wie das nächste Woche hier aussehen wird. Da muss man doch ein bisschen mehr Druck machen. Aber machbar wäre das eigentlich. Zweieinhalb Minuten noch.
1:30 jetzt gleich noch. Also das Spiel zieht sich wirklich so hin. Ein Fehlpass jagt den anderen. Also Entschuldigung, wenn ich da so... Also... Weiter geht es übrigens gleich, liebe Zuschauer, mit dem VfR Sölde gegen Rot-Weiß Balıkesirspor. Husenkuhl, Wambeler SV, TuS Holstensommerberg gegen Rot-Weiß Balıkesirspor. Also es erwarten Sie hoffentlich gleich noch weitere spannende Spiele dann hier. Denn die ersten beiden waren ja okay, bis auf dieses dritte Spiel, was sich also, wo sich beide Mannschaften sehr schwer tun. Aber wo hier mit wenig Aufwand die DJK TuS Körner sich qualifizieren wird für die nächste Runde der 36. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Gut, der Ringkampf wird für Körner gewertet. 33 Sekunden noch. Ja, was macht man? Man wartet, dass die Zeit runterläuft. 20. Zeit wird nochmal angehalten. Und die letzten 10 Sekunden. Zwei Sekunden und es wird noch mal angestoßen und dann können wir sagen, das war's. Glückwunsch an den DJK TuS Körne. Und sie haben sich qualifiziert, aber müssen auf jeden Fall leistungsmäßig ein paar Schippen drauflegen, wenn sie nächste Woche hier überleben wollen. Wir machen jetzt auch eine Pause von ca. 20 Minuten und melden uns dann gleich wieder mit den Begegnungen VfR Sölde, Rot-Weiß Balıkesirspor, SC Husenkuhl, Wambeler SV und natürlich TuS Holstensommerberg gegen Rot-Weiß Balıkesirspor. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich sage bis gleich, liebe Zuschauer.